Hallo, heute möchte ich euch zeigen, wie ich meinen geernteten Knoblauch für den Rest des Jahres haltbar machen möchte. Ja, ganz gut für das erste Mal Anbau. Jetzt gucken wir mal, ich mag ihn nicht, wenn er so vertrocknet oder irgendwann dann anfängt zu keimen. Deswegen stellen wir heute eine Knoblauchpaste her. Und dafür, dreimal dürft ihr raten, müssen wir erstmal Knoblauch schälen. So, das Werk ist getan. Knoblauch ist geschält mit Unterstützung meiner Nichte. Ich habe jetzt hier noch vorbereitet, im Übrigen das sind 740 Gramm, 185 Milliliter Olivenöl, 185 Gramm Salz und 2 Teelöffel Zitrone. Die Zitrone sorgt dafür, dass das Ganze nicht grau wird, dass das die Farbe behält. Mein Mixer steht schon hier startklar und dann schreiten wir mal zur Tat. So, Knoblauch rein. Öl dazu. Zitronensaft und nicht zu vergessen das Salz. So. Und jetzt wird's laut. Einmal mit der Spachtel noch rein und helfe ein bisschen nach. Ich habe jetzt wieder ein bisschen was von dem Knoblauch nach unten gedrückt. Das muss noch ein bisschen laufen. Ich habe nur ein bisschen geholfen, damit das Ganze schneller geht. Rand noch ein bisschen sauber. So. Und weiter geht's. Das ist dann nach dem Mixen mit Knoblauch, Zitronensaft, Olivenöl und Salz das Ergebnis. Eine schöne Knoblauchpaste. Die fülle ich jetzt in kleine Gläser. Ich nehme bewusst kleine Gläser, weil ich nicht möchte, dass sie so schnell verderben. Die Gläser befülle ich aber auch nur so zu 2/3, nicht voller. Jetzt geht die Kamera bitte mal mit. Ich nehme hier den Mittelteil. Dann stumpfe ich das Ganze auf, um die Luftbläschen, die vielleicht noch rundherum sind, rauszubekommen. Und ganz wichtig, als Abschluss muss in jedes Glas wieder ein Tröpfchen von dem Olivenöl, dass das Ganze mit Olivenöl abgeschlossen ist. Ich persönlich habe gute Erfahrungen damit gemacht, diese kleinen Gläser dann auch einzufrieren. Dann halten sie noch länger. Ansonsten halten sie in dem Zustand im Kühlschrank gelagert mehrere Wochen, gar Monate. Wenn man so ein paar Regeln beachtet, immer wenn ich mir was aus dem Glas raushole, mit einem sauberen Löffel arbeiten, damit ich keine Keime, keinen Schmutz reinbringe, dann hält die Knoblauchpaste im Kühlschrank mehrere Wochen. Wie gesagt, ich friere mir sie auch gerne ein, deswegen die Gläser nicht ganz voll machen. Und dann habe ich auch bis zu meiner nächsten Knoblauchernte den tollen Geschmack aus dem Garten. Für mich versteht sich von selbst, ich erwähne es aber vielleicht nochmal, die Gläser, die ich jetzt hier befüllen werde, habe ich natürlich vorher ausgekocht, genauso wie die Deckel.
Ja, wenn euch das gefallen hat, das geht natürlich auch mit Knoblauch, den ihr im Laden kauft. Es muss nicht der selbst angebaute sein. Viel Spaß beim Nachmachen.